Frau Faeser läuft auf ihrer eigenen Pressekonferenz in ihre eigene aufgestellte Falle hinein. Manche Deliktsbereiche steigen über 1600% und sie sagt, sie hat ihre Hausaufgaben gemacht. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Frau Faeser ist wirklich schwer zu ertragen. Es war hier über eine Stunde lang heute in Berlin eine Pressekonferenz. Es ging vornehmlich um die Gefahr von rechts, um politisch motivierte Kriminalität und da dann nicht nur rechts darunter fällt, sondern auch links und ausländische Ideologie. So gab es hier mit dem Chef des Bundeskriminalamtes, mit Herrn Münch, jemanden, der ein paar Zahlen und ein paar Fakten auf den Tisch gelegt hat und der Frau Faeser somit entzaubert hat. Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir fangen doch direkt mal an, was Herr Münch, Chef des Bundeskriminalamtes, hier zu sagen hat über den Deliktsbereich antisemitische Straftaten. Die größten Steigerungen bei den antisemitischen Straftaten sind jedoch in den Bereichen ausländische Ideologie und religiöse Ideologie zu verzeichnen, um 1670 oder 1297%, also extrem starke Anstiege seit dem 7. Oktober. Ihr habt es gehört, die Steigerung, sie sind weit über 1000% im Vergleich zum Jahr davor. Frau Faeser wird euch jetzt gleich sagen, dass sie dafür alles schon getan hat. Und achtet mal darauf, wie sie das formuliert. Ja? Sie redet nämlich gleich von Opfern, also nachdem die Straftat passiert ist, hat sie ihre Hausaufgaben gemacht. Schaut mal rein. Ich habe meine Hausaufgaben dieses Jahr gemacht, indem wir einen neuen Aktionsplan vorgelegt haben zu mehr Schutz, insbesondere für Opfer von rechtsextremistischer und antisemitischer Gewalt. Habt ihr es gehört? Sie hat einen Aktionsplan gemacht, um die Opfer von rechtsextremer und antisemitischer Gewalt besser zu schützen. Wo ist denn der Plan dafür, dass es gar keine Opfer erst gibt von antisemitischer oder rechtsextremistischer Gewalt? Also es gibt hier überhaupt keinen Plan, gar keinen Willen, diese Straftaten zu unterbinden, dass sie erst gar nicht stattfinden, sondern man kübelt vermutlich jetzt Geld aus mit dem Aktionsplan, also mit ihren Hausaufgaben, um danach die Opfer dann zu bemuttern und zu bemitleiden. Das ist schwach, Frau Faeser. Sie müssten einen Schritt zurückgehen und weiter vorne anfangen, anstatt, nachdem die Straftat passiert ist, sich hier um die Opfer zu kümmern. Es dürften gar keine Opfer auftauchen. Jetzt gab es hier allerdings einige Journalisten, die haben den Finger immer weiter in die Wunde gelegt und so ließ sich der BKA-Chef Münch hier zu Aussagen hinreißen, die sonst vermutlich in der Tagesschau euch nicht gezeigt werden. Ich zeige euch mal, was er hier noch gesagt hat. Seit dem 7. Oktober haben wir eine völlig andere Situation. Das ist also nochmal nochmal oben drauf gekommen. Also nach dem 7. Oktober ist in Deutschland quasi die ganze Situation, die sowieso schon schlecht war und schlimm war für die Sicherheitsbehörden, noch weiter eskaliert. Es kam on top, obendrauf. Und ihr wisst alle, was damit gemeint ist. Es sind die ganzen Israel-Hasser, die durch die Straßen ziehen. Es sind vor allem die Palästinenser-Demos, wo sie hier wirklich dann... Wir brauchen das nicht im Detail auseinanderzulegen, das ist ein schwieriges Thema. Es gibt da im Zweifel auch kein richtig und kein falsch in diesem Konflikt, aber offen ausgelebter Hass, offen ausgelebte Konflikte von anderen Ländern wurden nach Deutschland getragen. Und der Journalist hier, der hat nochmal nachgefragt, ob man denn überrascht wurde oder ob man das hat kommen sehen. Kurze Nachfrage, ich meinte eben genau die nicht vorhersehbaren. Da haben Sie also beide aus Ihrer Perspektive nichts gesehen, wo Sie sagen, zum Beispiel beim Islamismus haben wir nicht damit gerechnet, dass, weiß der Teufel, ob nun Hamburg oder dergleichen, hängt natürlich wieder auch mit dem 7. Oktober zusammen, aber irgendwelche Dinge, die völlig überraschend kamen, überhaupt nicht. Danke. Und da schauen Sie etwas betröppelt daher, Frau Faeser und Herr Münch, Sie Innenministerin mit Ihrem BKA-Chef. Was hat man sonst zu berichten? Nun ja, man hat hier wirklich 45 Minuten versucht, auf die AfD einzudreschen, über Hass und Hetze herzuziehen und wie man dem Ganzen jetzt begegnen möchte. Es wurde auch immer wieder gesagt, die Täter für Hass und Hetze im Netz seien Gewalttäter, wo ich mir dann immer die Frage stelle, meinen Sie das wirklich ernst oder versuchen Sie das den Leuten einfach als Bären aufzubinden? Ich glaube, Sie wollen hier den Leuten wirklich den Bären aufbinden. Aber Frau Faeser, sie hat nicht nur ihre Hausaufgaben hier nicht gemacht, damit es keine neuen Opfer gibt, also dass man die Taten unterbindet. Es gibt hier noch Dinge, die wollte man auf der Pressekonferenz gar nicht sagen. Und so hat sich der BKA-Chef zu folgender Aussage noch hinreißen lassen. Es gibt natürlich noch Entwicklungen, die sich nicht so in den Zahlen widerschlagen, die wir jetzt hier gar nicht genannt haben. Natürlich haben die Ereignisse in Afghanistan auch zu einem anderen Bedrohungslagen im Bereich islamistischer Terrorismus geführt, Stichwort ISPK. Das ist sicherlich ein weiteres Thema, was eine große Rolle spielt, was wir im Blick haben müssen. Ah,
Die Afghanistan-Situation hat also die Situation verschlimmert. Über den ISPK und so weiter, über diese diversen Festnahmen, die wir in der Vergangenheit hatten. Und so ist hier auf der Pressekonferenz auch die Meldung, also ist darüber gesprochen worden, dass es inzwischen Veröffentlichung von, sagen wir mal, Karikaturen gibt aus IS-nahen Medien, die darauf deuten lassen, dass man hier bei den Großveranstaltungen, die wir bald zur EM in Europa haben, mit irgendwelchen Anschlägen rechnen muss. So viel zum Thema, die große Gefahr kommt von rechts. Selbstverständlich kommt die große Gefahr von rechts, wenn man jeden Post, der einem nicht gefällt, direkt als Hass und Hetze einstuft und Hass und Hetze hier dann auf einmal Gewalttaten sind. Da muss man immer nur mal wieder drauf zurückkommen. Hass und Hetze ist ein undefinierter Begriff. Es gibt strafbare Inhalte im Internet, Punkt. Es gibt auch die Meldestelle für strafbare Inhalte im Netz. Wenn etwas strafbar ist, dann ist es strafbar, Punkt. Ob das Hass oder Hetze ist, das ist schon ein Werturteil. Es geht lediglich darum, ist es strafbar oder ist es nicht strafbar? Also ist es legal oder illegal? Aber dem Ganzen noch nicht genug. Jetzt wird hier noch einmal die Krone aufgesetzt. Es geht jetzt hier sogar um offene Drohungen gegen uns. Schaut noch mal zu. Das natürlich auch aus dem Ausland heraus. Auch wir damit rechnen, dass in den nächsten Wochen weitere Bedrohungen oder Drohungen ausgesprochen werden, auf die wir sachlich, aber natürlich auch mit der gebotenen Vorsicht reagieren müssen. Es war wirklich eine sehr erhellende Pressekonferenz. Den ganzen Schwachsinn über den Kampf gegen rechts und die Millionen, die auch das BKA an NGOs verteilt. Der BKA-Chef hat hier wirklich davon gesprochen, dass sie mit Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten, was das Melden von Hass und Hetze im Netz angeht. Aber für mich am interessantesten ist doch hier, wie sie zugeben, dass sie von der islamistischen Gefahr, von dem Islamismus, von der Gewalt, die ab dem 7. Oktober in Deutschland offen ausgetragen wird, völlig überrascht sind. Da frage ich mich nochmal, was machen Sie beruflich, Herr Münch? Sie sind Chef des Bundeskriminalamtes. Frau Faeser, was machen Sie nochmal beruflich? Sie sind Bundesinnenministerin. Zuständig für die innere Sicherheit. Ihnen unterstehen sogar Geheimdienste, der Inlandsgeheimdienst. Okay. Und was kommt dabei heraus? Nun ja, man weiß jetzt, er hat sich eine Bedrohungslage erhöht. Wir werden in der Zukunft noch weiter bedroht werden. Die Situation in Afghanistan hat schon alles verschlimmert. Der 7. Oktober kam on top obendrauf und eigentlich stehen die Sicherheitsbehörden mit dem Rücken an der Wand und sie haben wirklich keine Ahnung, wo als nächstes hier die Bombe platzt. Sie versuchen wirklich alles mit ihrem Personal, vor allem auch gegen diese islamistische Gefahr hier vorzugehen. Aber wenn man die Täter schon ins Land gelassen hat, weil Frau Faeser hier nicht ihren Job gemacht hat, dann können die Sicherheitsbehörden jetzt nur versuchen, die Suppe auszulöffeln, die man ihnen eingebrockt hat. Mein Respekt geht an die Mitarbeiter des BKA, die versuchen, uns tagtäglich zu beschützen, außer denjenigen, die jetzt hier vielleicht gegen Hass und Hetze hauptsächlich vorgehen. Da gibt es mit Sicherheit Probleme, aber das Problem wird viel größer aufgebauscht und dargestellt, als es eigentlich ist. Es gibt hier, wie sie sagte, auch, also man hat das dann runtergebrochen auf Taten pro Tag, ja, um hier emotionalisierend in der Debatte zu sein. Wenn wir mal unsere Einzelfälle, unserer Goldstücke der Woche, die wir, also ich glaube, ich führe das jetzt öfters mal ein hier, das Goldstück der Woche zu präsentieren, die ganzen Einzelfälle, die in diesem Land passieren, das sind weit mehr als 2 am Tag. Das sind weit mehr Messerstechereien als 2 am Tag. Das sind weit mehr als 2 Vergewaltigungen am Tag. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Das ist das Hellfeld. Über das Hellfeld haben Sie auch gesprochen. Das, was der Polizei bekannt ist, fließt ein in die Statistik. Das Dunkelfeld, das kennt man nicht. Man kann es nur schätzen, man kann es nur erahnen. Aber es ist doch beschämend hier, dass man Deliktsbereiche hat, in denen über 1000% die Straftaten wachsen und man dann hingeht und sagt, die größte Gefahr kommt allerdings von rechts. Ich glaube, die größte Gefahr in diesem Land kommt inzwischen von unserer Regierung, indem sie gewisse Täter mit anderen ungleich behandelt. Hier werden die rechtsextremen Täter in den Augen der Bundesregierung, rechtsextremen Täter, viel stärker und viel intensiver mit viel mehr Personal verfolgt, als es geboten wäre, denn wir haben noch die Linksextremisten, wir haben die radikalen Ausländer, die Islamisten, die Fanatiker, die religiös Motivierten. Und da muss man sagen, Frau Faeser, also wenn diese EM für Deutschland nicht in einer Katastrophe enden sollte, dann müssten Sie schon längst gehandelt haben. Auch Ihre angekündigten temporären Grenzkontrollen, um irgendwelche Leute hier nicht ins Land zu holen oder zu lassen,
Das Ganze kam mit Ansage. Also die Leute sind entweder schon hier oder sie kommen über Umwege. Aber wie sagte Frau Faeser? Ich habe meine Hausaufgaben dieses Jahr gemacht, indem wir einen neuen Aktionsplan vorgelegt haben zu mehr Schutz, insbesondere für Opfer von rechtsextremistischer und antisemitischer Gewalt. Sie hat ihre Hausaufgaben gemacht. Leider hat sie die falschen Hausaufgaben gemacht. Das gibt dann einen Strich auf der Liste und bei 3 Strichen gibt es eine 6 im Notenheft. So kenne ich das noch aus meiner Schule. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das mit der besten Bundesinnenministerin aller Zeiten, die wir je hatten, die in Hessen niemand haben wollte als Ministerpräsidentin, aber für den Bund ist sie gut genug gewesen? Schreib mir deine Meinung unter dieses Video und bitte nimm dich zurück und schreibe kein Hass und keine Hetze, sondern einfach offen und ehrliche Kritik, die man in einer normalen Meinungsäußerung auch äußern darf. Wir müssen nicht beleidigend werden, wir können Frau Faeser auch einfach so ihre Inkompetenz aussprechen. Damit mache ich Schluss. Bis bald.